Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal was Tolles für die Erdis, aber nicht aus Früchten. Ich versuche mal hier eine Wippe zusammenzubauen. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und bin auch noch nicht ganz fertig geworden. Und das zeige ich euch jetzt noch, wie man das jetzt noch am besten zusammenwurschtelt alles. Ich muss das aber echt noch ein bisschen verstärken hier. Ich habe schon hier Heißklebepistole vorbereitet, weil ich das hier noch ein bisschen. Das macht sich immer ganz gut mit Heißklebepistole, dass sie sich nirgendwo verletzen können hier. Und unten will ich das noch ein bisschen verstärken, weil es ja doch dann ein ganz schönes Gewicht ist, was hier drauf lastet. Ja, mal schauen, ob die dann wirklich in die Wippe reingehen. Es wird natürlich, da gibt es natürlich heute Abend auch gleich noch das Armbrot drinne für die. Heute gibt es mal so Mehlwürmer und Schwarzkäferlarven, also mal Insekten. Und das fressen die eigentlich sehr gern und damit lassen die sich, denke ich, auch ganz gut animieren. Und ja, mal schauen, wie sie darauf überhaupt reagieren, weil es ist ja doch was Bewegliches. Erstmal eine große Platte, da werden sie wahrscheinlich erstmal alle abtauchen, ne, alle Beete. Weil es eben was Fremdes ist, auch was reinkommt. Aber Erdmännchen sind von Haus aus ziemlich neugierig und die werden dann bestimmt auch schnell Mut fassen und dann sich hier drum bemühen. Und mal schauen, wer dann von beiden dicker ist. Das hängt aber bestimmt auch schon alleine damit zusammen, wie viel Futter ich in jede Kiste rein tue. Da muss man schon ein bisschen gleichmäßig verteilen. Aber ich denke mal, der Sally ist ein bisschen moppeliger als der Cora. Aber ansonsten sehen die alle beide klasse aus. So, und das ist dann ihr Essen für heute Abend, also ihr Abendbrot. Ja. Das ist so ein Gemisch aus Schwarzkäferlarven und Mehlwürmern. Und das gibt es dann in die Kisten rein. Können wir eigentlich jetzt schon füllen, die sind ja geschlossen unten. Ich will bloß noch einen kleinen Moment warten, bis das ein bisschen ausgehärtet ist noch hier. Da schuppen sie erstmal alle beide in eine Kiste. Ja. Und fressen die leer und dann huben sie in die andere Kiste. Ich weiß es natürlich auch nicht, die sollten eigentlich sich verteilen. Schon mal sehen, ob wir das hinkriegen. Weil die Sally ist immer ein bisschen vorsichtig bei allen. Ist eigentlich eine sehr verfressene. Die Koha, die ist eigentlich da eher noch zugänglich bei sowas. Aber Sally, die ist da immer sehr vorsichtig und schimpft auch immer vor sich hin, wenn da irgendwas Neues reinkommt. Aber die sind eben so verschieden. Aber ich mache das jetzt schon mal fertig hier, dass ich das besser verteilen kann. So, das sieht natürlich alles herrlich, ja? Friedhof der Kuscheltiere. Genau. So und. Komme. Na, Koral. Ups. Ui. Guck mal, was es jetzt gibt hier. Jetzt kommt da schon was ganz Großes, ne? Ja, ganz schlimm. Komm mal rein hier, Schneckel. Koral. Koral, komm mal rein hier. Ja, ist fein. Machst du mal zu, Steffi, ich kann das nicht klinken. So. Cora, komm her. Cora, geh mal runter. Ui, guck mal.
So einer hier. Sally, komm mal du her. Genau, guck mal, da oben ist eine Aufwäsche drin. Hey, guck mal, Sally, hier, guck mal da. Du musst hier oben reinklettern. Du kannst hier richtig reinklettern, Kuchen. So, guck mal, so, siehst du? Sally, du hier oben rein. Nicht alles hier rausholen. Komm mal her, hier. Oder, Cora, du gehst hier oben rein. Komm. Ey, guck mal hier, guck mal da. Genau, super. Oh, klasse, Sally. Du darfst natürlich nicht rausgehen, sonst... So, jetzt geh hier rein. Sally, komm hier rein. Ihr seid einfach nass, ne? Du musst hier oben rein. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis bald mal wieder, ihr Lieben.